Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Look, wie so oft. Ich muss mich für den Tag richten oder ich habe einfach Bock. Ich bin eigentlich, ich habe so ein super süßes Kleidchen von H&M gekauft. Online bestellt ist eigentlich aus der Kinderabteilung in der Nummer 158 164. Mega sweet. Mit hier diesem Teil, meine Tochter dasselbe. Wir sind heute im Partnerlook. Gucke ich gerade nach unten, da ist nämlich mein Haul, also mein kleiner Haul. Klein, aber fein. Ich würde doch gerne mal wieder meine Foundation von e.l.f. benutzen. Mal gucken. Ich teste eine neue Augenpalette, würde ich sagen. Also gar nicht so fürs Gesicht Dinge, weil da habe ich ja was zum Aufbrauchen. Von daher, ich hoffe, ich saue mich jetzt nicht ein, weil ich habe gerade meinen Schwamm gewaschen. Und da ist die ganze Scheißflüssigkeit natürlich auf mein neues Kleid. Für 3 Euro, da konnte ich nicht widerstehen. Also habe ich es mir mitbestellt. Ich habe mir noch eine Pyjama mitbestellt. Und noch ein Doppelpack an Pyjama. Eine bekommt meine Tochter, eine ich. Weil ich schlafe generell meistens mit Pyjama oder irgendwie so ein T-Shirt oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Freund von Nackidai schlafen. Keine Ahnung, ich fühle mich da einfach nicht so wohl drin. Nackig zu schlafen. Ist ja jedem selbst überlassen. Schläft ihr nackig oder im Pyjama? Ja, genau. Bei H&M haben wir was bestellt gehabt. Da war ja Mega Sale. Also ich kaufe bei H&M nichts in dem Original. Ich glaube, ich habe mir ein Teil in der Schwangerschaft gegönnt. Das war ein Blazer. Ich bin abgefahren auf Blazer und der hat 40 Euro gekostet. Und ich so, nee, eigentlich will ich den nicht. Und wie oft habe ich ihn angehabt? Zweimal? Ja, so sehr wollte ich ihn dann, weil er mir dann letztendlich auch irgendwann nicht mehr gepasst hat. Irgendwann hat er dann wieder gepasst, aber es war dann doch nicht so meins und jetzt hängt er halt im Schrank. Ja, ich habe zwar, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, 4 schwarze Säcke entsorgt und trotzdem ist mein Kleiderschrank recht voll. Also ich finde nicht, dass sich da irgendwas getan hat. Ja, leider. Ich trage mir ein bisschen Lippenöl von Lacombe auf. Seht ihr, ich habe schon einen relativ guten Fortschritt erzielt. Man sieht schon was, aber ich mag es nicht. Ich glaube, es ist etwas, dass man sich... Ich habe das einen Tag lang, ich glaube, 20 Mal aufgetragen und erst diesen Fortschritt erzielt. Das ist etwas, was ich nicht mag. Also es ist ein Produkt, was... für mich unnötig ist. Ich würde es kein zweites Mal kaufen. Es ist relativ süß, so ein bisschen Farbe auf den Dingern zu haben, aber eigentlich nicht notwendig, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu der Catrice Camouflage. Ja, das ist echt ein tolles Produkt. Da gebe ich zurzeit auch nicht ganz so viel. Manchmal verschätze ich mich, wie gut pigmentiert das Zeug da ist. Nicht auf mein neues Kleid. Aber im Endeffekt... Und das ist übrigens der Ebelin-Schwamm. Ich finde den abgeschrägten viel, viel weicher als den normalen, das normale Ei. Und ich finde auch das normale Ei, man kommt halt nicht so gut in die Innenwinkel als mit diesen abgeschrägten. Der lässt sich einfach gut biegen und sieht einfach gut aus. Ja, Punkt. Sieht einfach toll aus. Super, fantastisch. So, das hätten wir und es ist eigentlich so, es ist relativ leicht, man sieht immer noch ein paar Rötungen und man sieht auch immer noch Struktur, ein paar Pickelchen, also das, was man halt Pickelchen nennen kann, noch so die Narben davon und auch ein paar Sommersprossen. Ich muss sagen, meine Mami hat komplett ganzes Gesicht und Rücken voller Sommersprossen, so richtig ja, richtig helle Haut mit Sommersprossen. Mutti hat Farbton. Ja, mittlerweile war sie ja im Urlaub, hat sie einen relativ anderen Farbton. Seht, wie missbraucht mein Pinsel eigentlich aussieht. Seht ihr das? Wer war denn das? Das war bestimmt ein Kind von mir. Ja, wir pudern die Visage natürlich auch ab. Aktuell benutze ich auch dieses Produkt hier. Das ist von Astor Mattitude. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Astor im Laden? Ich war schon ewig nicht mehr. Also ich war in Hamburg, ihr werdet auch gleich dem nächsten Haul sehen, was ich so im August dann und im Juli, ja, Juni, Juli geshoppt habe,
War nicht allzu viel, aber dennoch waren es ein paar Dinge. Gerade wo ich in Hamburg war, habe ich mir ein paar Produkte zuschicken lassen, weil ich es einfach toll fand. Also ich habe sie natürlich bezahlt. Und ein Paket soll noch antrudeln mit einem Paket, was mir die liebe Jenny zuschickt. Von Instagram. Also von Instagram. Aber sie schaut auch meine Videos. Genau, das ist ein gemischtes Puder. Da sind sämtliche Puders drin, die ich so nicht benutzen konnte. Und dann fangen wir einfach mal an mit meinem Bronzer, den ich ja auch aufbrauchen möchte. Von Becker immer noch. Am besten mache ich wahrscheinlich eine Routine vorher. Ich habe noch Schlaffalten. Ich habe heute ewig lange geschlafen. Meine Güte, ich habe heute bis um 21:30 und bis aber mein Sohn aufgestanden ist, 22:45. Obwohl wir gestern erst um 10 ins Bett sind. Also gut, ich bin um 2 ins Bett. Ich habe noch einen Film geguckt, die Höhle. Oder die Hölle. Nee, Höhle. Oder Hölle. Hölle, Hölle war das. Die Hölle. So ein deutscher, also österreichischer Film. Ja, war ganz interessant, muss ich aber nicht nochmal sehen. War relativ. Ja, weiß ich nicht. So richtig Deutschland irgendwie. Ich mag irgendwie keine deutschen Filme. Keine Ahnung. Eine Zeit lang, wo ich klein war, habe ich immer Kommissar Rex geguckt. Aber so an sich interessiert mich so deutsche Filme eigentlich gar nicht. Wenn dann Serien, aber bei den Serien kommt immer ein und dasselbe. Der hat was mit dem und die hat was mit ihr und er mit dem noch. Und dann kommt das raus und alle sind verstritten. Also sowas kann ich mir gar nicht antun. Ja, jetzt wollen wir mal versuchen. Ich habe ja nur eine Dreizimmerwohnung, das Schlafzimmer sozusagen als Kinderzimmer, als zweites Kinderzimmer zu machen und das Bett rüber ins Wohnzimmer zu transportieren. Da gibt es nämlich so eine kleine Nische, also so hinter der Balkontür. Da kann man gut ein Bett hinstellen. 1,40 Meter habe ich. Und 1,40 Meter finde ich auch relativ gut. Ich brauche gar kein größeres. So. Ich finde, der Catrice-Stift macht wirklich was Gutes und der braucht sich sehr langsam auf. Und man kann ihn gut anspitzen und er ist dann auch echt präzise. Also da habe ich wirklich keine Schwierigkeiten mit. Also wenn jemand sagt, oh je, den reicht dieser kleine dünne Stift nicht. Man kann die Catrice gut anspitzen und da hat man eine tolle Farbabgebung. Ja, Pigmentierung auf den Augenbrauen. Dann benutze ich noch so ein Essence Augenbrauen-Gel, was ich sehr, sehr liebe. In letzter Zeit wirklich häufig in meiner Routine drin. So, dann kommen wir mal zu den Augen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe zwei, ich habe vier neue Paletten. Das ist wirklich nicht, nimmt mir die Entscheidung natürlich nicht leichter. Die werdet ihr natürlich im Haul sehen, wenn ich dran denke. Verlinke ich euch den Haul dann hier drinne. Ich bin irgendwie. Ich bin keine gute YouTube-Tante, wirklich nicht. Ich mache die Videos ja eigentlich grundsätzlich nur, weil ich es einfach mag. Ich mag mit euch, eigentlich mag ich es zu reden. Wie man erkennen kann. Ich liebe mich eigentlich auch zu unterhalten. Ich telefoniere viel lieber. Ich gebe lieber viel lieber Sprachmemos oder diktieren lasse ich, statt zu tippen. Tippen war noch nie so mein Ding, außer eine Zeit lang. Wo man noch ICQ hatte als Jugendliche. Das war der Shit. Ja, ich zeige euch mal die zwei Paletten, die ich so zur Auswahl habe, die ich mir genauer anschauen möchte. Zum einen habe ich die Dreamy mir bestellt und einmal von Julia's Place. Also was heißt bestellt? Ich habe sie im Kleiderkreisel ergattern können. Und die Double bei Julia's. Die sieht nämlich auch wunderschön aus. Gott, ist die schön. Die sieht ein bisschen schöner aus sogar, als wenn man sie im Internet sieht, finde ich. Wirklich eine schöne Frühlingsfarbe. Mich catcht sofort, ne? Das hat ja auch so einen Unterton. Das ist mega geil. Das ist ein Duochrom und sieht einfach fantastisch aus. Gar nicht so bröckelig, wie die Duochroms eigentlich sind. Vielleicht seht ihr das jetzt besser. Das ist so jonchiert.
Ja, ich glaube aber, dass ich mich heute für die Dreamy entscheiden werde. Und ihr denkt so, ach nö, hättest du doch die andere genommen. Ich denke, ich möchte dieses Lila benutzen. Das spricht mich, seit ich das auf dem Balkon ausgepackt habe, an. Es spricht mich einfach an. Es schreit meinen Namen. Es will einfach bei mir sein. Ja, kam wie gesagt heute Morgen mit der Post. Ich fange an. Ich fange an mit dem hier. Das ist so ein bisschen erinnert sie mich an Renaissance von Anastasia Beverly Hills. Irgendwie so mit diesen matten Tönen. Die schimmernden gar nicht, aber das ist. Wie schön ist bitte dieser Ton? Also alleine wegen einem Ton. Ich habe das auch bei der. Wie heißt Ist sie? Wirklich wirklich schön. Ja, Soul Blooming. Vielleicht behalte ich sie auch noch. Weil wenn sie eh keine haben möchte, bevor sie da einfach nur rumliegt, werde ich sie vielleicht benutzen. Mal gucken. Ja. Ich habe auch Bock, ein Projekt Pen zu machen. Also es geht mir eigentlich dazu, wieder Produkte nicht aufzubrauchen, sondern einfach ein Hitte-Pen zu erreichen. Das würde ich mega feiern, wenn ich das hinkriege. So. An alle Mädels, die die Produkte versendet haben, toll habt ihr es gemacht. Wirklich schön eingepackt und nichts ist zerbrochen. Ich fange an mit diesem Ton. Sie sind gut pigmentiert. Ich habe schon eine zweite. Ja. Zweite Palette eben, wie gesagt, im Test. Und ich habe die Garden. Garden of Eden? Nee, das ist sie. Welche habe ich noch von Poison Garden von Nabla. Ich habe jetzt alle drei. Es gibt ja noch mehr, noch mal so kleinere Paletten. Es ist schon interessant, so kleinere Paletten und so, aber ja, weiß ich nicht. Gut pigmentiert, super schick. Also heute wird es auch warm, aber ich würde trotzdem gerne mal dieses Lila ausprobieren. Es reizt mich einfach mega. Das Ganze vertiefe ich ein bisschen mit diesen roten oder bordeauxfarbenen Ton. Rote war da ja gar nicht mal so verkehrt. Und guck mal, ob ich überhaupt irgendwo einen sauberen Pinsel finde. Also ich gehe jetzt einfach mal da rein und guck mal, es nimmt gut Farbe auf. Ich habe derzeitig das Problem, dass so die Lidfalte abgesetzt wird irgendwie durch diese Eyebase. Es liegt gar nicht an der Eyebase, sondern es liegt daran, dass ich immer vergesse, sie abzutupfen. Und dann habe ich so einen Cut im Augenmerk. Was jetzt nicht so dramatisch ist, aber es wäre halt schöner, wenn es vom Übergang halt einfach schöner ist. Also hier sieht er nicht so toll aus. Genau, und dann komme ich auch zu dem Lila. Das Lila spricht mich an und ich glaube, ich würde so ein Roségold oder Metallteil da noch dazu nehmen, damit einfach das Auge, ja, wie soll man dazu sagen? Ich bearbeite jetzt erstmal meinen Innenwinkel. Das mache ich sehr gerne, bevor ich einfach einen anderen Lidschatten auftrage auf dem Lid. Ich finde, das hält dann nochmal auf und dann kann man sich das anders da vorstellen. Deswegen schminke ich auch mein Gesicht. Also ich nehme diesen hellen. Ja, das ist so ein Weißgold mit Glitzerpartikel. Und ich habe so tolle Sachen. Ich bin so glücklich und das war so günstig. Und das waren wirklich Sachen, die ich mir länger auf meine Wunschliste hatte. Ich habe auch Wünsche, was Natasha Denona angeht. Aber das sind halt Wünsche, die man sich zusammensparen möchte. Oder ich zumindest. Das sind so besondere Wünsche, die man dann hat. Man kauft sich ja auch nicht eben einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Oder ja, kann man schon machen. Aber das ist halt, weiß ich nicht, man kauft sich ja nicht eben aus dem Ärmel, sag ich mal, ein Auto. Und so ist es mit der Natasha Denona Palette. Zum Herbst dann. Oder zum, ja, Herbst, 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 Herbst. Okay, wir kommen zu den. Also der hat sich ganz, ganz toll verteilen lassen. Er ist aber etwas krümelig. Ich hoffe, ihr kennt das hier. Da ist so ein bisschen Fallout. Was ich bei der Blooming so scheiße fand, war, dass dann alles so gekrümelt hat und es einfach nicht so toll aussah dann. Kommen wir zu dem Lila-Ton.
Mega schön. Ich könnte einfach nur das Lila angucken. Aber es ist sehr brügelig. Bröckelig. Ich sprühe das an, sonst wird das nichts. Und klopf ab am Stativ. Wow, einfach nur. Einfach nur wow. Wunder, wunderschön. Einfach wunderschön. Aber es brügelt, es bröselt. Es bröselt auf jeden Fall. Es ist zwar schön, sag ich mal, aber es bröselt. Und das ist ein bisschen so nervig. Aber dieser Ton ist so schön, dass ich es auf jeden Fall in zwei. Also, das ist wirklich eine Palette, die kann man alltagstauglich benutzen oder eben so einen besonderen Look kreieren, ja. Das ist auch bei der Blooming. Also, ich finde auch besonders, aber auch viele braune Töne. So ein bisschen unten. Und das war's schon. Also viel mehr würde ich gar nicht machen. Ich würde vielleicht nochmal in diesen bordeauxfarbenen Ton reingehen und hier so ein bisschen den Übergang schöner kreieren. Ich hoffe, ihr erkennt das, was ich tue. Tolle Palette. Gefällt mir von den Farben her auf jeden Fall. Das Bröseln ist nicht so mein Favorit. Aber wer mag schon, wenn es unterm Auge so bröselt, ne? Weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich es kehren soll. Feg Moll der Honne. Ein bisschen Partikel bleiben eben kleben. Aber vielleicht kann man ja entweder ein bisschen Bacon oder diese Pads da drunter legen. Und sogar auf der Lippe hatte ich was. Ja, an sich eine wunderschöne, wunderschöne Palette. Und ich gehe noch mal ins Braun rein und versuche hier so ein bisschen, ja, den Übergang halt zu kreieren. Hier fehlt mir natürlich immer ein matter Weißton. Ich weiß es nicht, mir fehlt es einfach. Ich brauche immer so einen hellen. Muss nicht unbedingt in der Palette drin sein. Aber wenn ihr wüsstet, wie ich immer als sitze, das ist. Ja. Ja, gut. Es gefällt mir ganz gut. Eine wunderschöne Palette. Also. Mäh. Mäh. Mehr mache ich heute auch nicht. Mein, wir machen jetzt großartiges nichts. Wir müssen noch dringend einkaufen. Mein Sohn hat so lange geschlafen, dass mein ganzer Tagesplan durcheinander ist. Ja, also der erste Look gefällt mir auf jeden Fall. Ich probiere nächstes Mal vielleicht. Nee, ich bin nicht der Typ, der zuerst die Augen macht. Nee, das probiere ich dann auch gar nicht aus. Highlighter. Ja, wir highlighten einfach mal mit der Models Own wieder. Models Co. Ich kann es mir einfach nicht merken. Und ich gehe so ein bisschen bronzig. Ihr denkt so, oh mein Gott, was macht die Alte da? Aber das lässt sich eigentlich relativ gut verblenden. Die Alte weiß selber nicht, was sie da macht. Hat aber echt Glitzerpartikel, ne? Ich hoffe, ihr erkennt das. Es sieht auch relativ fleckig gerade aus. Keine Ahnung warum. Meine Haut vielleicht. Aber es hat echt grobe Glitzer. Ich möchte es sehr aufbrauchen, weil ich es echt schön finde. Ich mag diesen Glowy Look einfach zur Zeit. Super, super gerne. Auch für den Alltag. Mir kann es gar nicht genug schimmern im Gesicht. Im Gesicht, du, doch, Honey. Ja. Es lässt sich auch nicht mit dem Beauty Blender gut einarbeiten.
Also wenn man es, es kommt immer darauf an, wie man sieht, ne? Aber dann gehe ich auf jeden Fall mit meinem Jouer Rose Gold durch. Ja. Also wann da ein Hittepin kommt, keine Ahnung. Damit es nicht ganz so fleckig aussieht. Wir wollen heute vielleicht auf den Mundenhof gehen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist einfach so ein Gehege, sag ich mal, wo man einfach spazieren gehen kann. Eher so waldmäßig, ne? Man befindet sich so ein bisschen im Wald, also in so einem ja, Park, Wald, irgendwie sowas. Und da kann man dann Tiere angucken. Da gibt es einen Streichelzoo. Ich mag es zwar nicht so, Streichelzoo, aber da gibt es eben Tiere, die kann man angucken. Dann kann man da, gibt es einen großen Spielplatz und es gibt einfach so viele Sachen, die die Kinder einfach erleben können, sehen können. Und wir wollen da mit zwei Freunden hin. Also wir wollten irgendwas machen. Keine Ahnung. Es lohnt sich eigentlich nicht, abends dahin zu gehen. Mal gucken, was wir heute machen. Ich habe dann vorgeschlagen, einfach auf dem Spieli zu gehen, damit die Kinder sich nochmal austoben können. Ja, vielleicht machen wir das einfach. Wie schön ist bitte dieser Look? Auf den Lippen. Aktuell bin ich ein absoluter Liebhaber von einer Lippenkombi. Weiß nicht, meine Nase ist zu irgendwie. Von Tartist Lip Paint. Man kann den immer verschieden variieren. Und zwar benutze ich den am liebsten mit einem Lippenstift zum Beispiel. Also ich benutze immer zwei, also den alleine zu tragen, sieht für mich nicht so schön aus. Ich trage den hier oben auf. So. Na? So, eigentlich wie ein Lip Liner. Und dann gehe ich mit diesem Tartist einfach mal in die Mitte. Und verblende die Kanten. Und so, voilà. Das ist mein fertiger Look mit der Dreamy Palette. Ich hoffe, er gefällt euch. Und das ist so meine Lippenkombi, wie ich also helle Lip Paints aufbrauchen kann. Einfach, es sieht einfach elegant, es sieht frisch aus, es sieht nicht. Man könnte noch ein Gloss drauf machen, weil er trocknet dann tatsächlich matt. Und lässt den Lippenstift sogar länger halten. Und das gefällt mir am meisten. Ja, was ich hier rumgefummelt habe, es ist schon sehr pastig da. Ich weiß nicht, ob ich den Bronze nochmal benutzen werde. Das letzte Mal, als ich ihn benutzt habe, war es schöner. Aber es geht auch, ne? Also es geht und man kann es vielleicht für den Körper irgendwie hier oder sowas auftragen. Ja, wie gesagt. Jetzt im Moment, ja, ich könnte es mir vorstellen, weiterhin zu benutzen. Es kann sich natürlich auch ändern. Ne? Man sortiert dann irgendwelche Sachen aus, die dann. Vielleicht gebe ich auch noch der Blooming eine zweite Chance. Und was haltet ihr davon? Ich habe ja einen Instagram-Account, wo ich so Sachen, die ich nicht mehr benutze, verscherbel, sage ich mal. Ihr könnt mir immer dort eure Preise aufschreiben. Ich bin froh, wenn es bei jemand anderes ist und ein gutes Zuhause findet, statt wenn es bei mir im Kleiderschrank liegt. Also ich habe dann eine Karton, ne, damit es auch nicht immer im offenen Licht ist. Und was haltet ihr davon, wenn ich mal so ein Declutter-Video mache und euch die Paletten zeige und ihr könnt euch dann ja entscheiden, ob ihr mir entweder eine E-Mail schreibt oder mich bei Instagram anschreibt oder weiß und wie es bei ich. euch aussieht. Alles klar. Ich bin dann weg und ich bin fresh für den Tag. Vielleicht ein bisschen zu fresh, zu viel Farbe, aber man weiß ja nie, wo es hingeht. Tschüss, ihr Lieben!